komme ich da hoch? Hm. Lockpicks. Davon kann man nicht genug haben. Lockpicks? Warum, siehst du hier irgendwo ein Lockpick oder was? Ah, Tatsache. Danke. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ansonsten hätte ich das wohl übersehen. Und was ist das wieder? Abdeckplan. Beim Landen von der Skyline wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Lass mich raten, das ist... Erhöht die Skyline die Präzision von Waffen. Oh. 5 Sekunden 50% schneller. Ja, komm. Legen wir einfach mal an. Because we can. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Der Waffenschmied hat Gewehre für die Wachs hergestellt. Boah, es ist aber scheiße dargestellt. Macht euch klar, Soldaten. Die Wachs und Waffen sind wie Feuer und Schießpulver. Ein Funke und es gibt ein Link. Oh, fuck. Das sieht übel aus. Nee, das sieht nicht übel aus, es war einfach nur... Moment mal. Ja. Wie kam es jetzt dazu, dass sie eine Spritze benutzt hat? Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Okay. Du hast es nicht besser verdient. Ich muss nachladen. Wieso musst du nachladen? Du hast noch kein einziges Mal geschossen. Habe ich sie? Ja, ich hab sie. Das gibt's doch nicht. So kann ich das nicht machen. Ach so, hoppala. Nee, haben wir nicht. Her. Wo ist die Munition? Bitte sehr! Danke. Ich danke dir. Zack, und wieder hoch. Ach so, ich hatte gerade. Ups, ich hab den falschen Zauber drin. Nein, nein, ja. Ach, was haben wir denn da? Die Dinge muss ich zerstören, oder was? Das hättet ihr mir natürlich früher sagen können, dankeschön. Heilige Scheiße. Wo ist unsere Liebe? Na dann? In Ordnung. Ne, wo ist das denn? Ach, da oben. Alter. Das geht mit den Teilen nicht in Ordnung. Was suchst du denn? Wie du mich am schnellsten töten kannst, oder was? Alter! Danke. Ich hab grad ein klitzekleines Problem. Oh Scheiße, das wollte ich gar nicht. Damn that,
Oh, fuck. Einfach weg hier. Na los. Heilige Scheiße hier. Das läuft nicht so, wie ich es will. Bin ich wieder hier. Nice. 3. Das reicht. Ich hab Munition. Sag's mir jetzt. Nein. So. Oh Gottchen, Leute, ich krieg hier echt zu viel mit euch. Wo schießt denn da einer auf mich? Da! Hallöchen! Ich bin gerade ein klein wenig überfordert von euch. Och nö. Ja, ja, also der Sniper geht ja eigentlich ganz... Alter, gut klein. Ich glaube, ich habe ihn. Danke. Den kann ich gerade gut gebrauchen. Zack, weg mit dir. Öffnen! Geht klar. Was ist denn ein Raketenautomat? Ganz gemeinte Frage, was zum Teufel? Achso, okay. Jetzt weiß ich, was ein Raketenautomat ist. Ich glaube, das war's aber jetzt. Super. Stop the box. Okay. Ja. Ich habe nur keine Ahnung, wohin es jetzt geht. Obwohl, theoretisch müsste es doch dort weitergehen, wo die Dinger uns die ganze Zeit abgeschossen haben. Wäre doch dann hier. Zack. Kannst du dir das mal ansehen? Okay. Genau, guck dir das mal an. Fertig. Danke. Bereich verlassen. Die Bullhaus-Verwahrstelle. Na, holla die Waldfee. Dum, dum, da, da, dum. Die Frage, wer hier wieder auf uns wartet. Scheint ja alles in Alarmbereitschaft zu sein. Okay. Nein. In Ordnung. Eben noch. Einer weniger. By the way, just get us some Raben. Was? Jetzt ist das Ding zu, ich glaub's nicht. Öffnen. Geht klar! Okay. Geht den Gang. Oh, hi. Na, hallöchen. Also. Na, wer hat mehr drauf? Er ist geflogen.
geflohen? Wieso geflohen? Endstation für dich! Hä, wo ist er denn? Oh fuck. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Ohne Schlüssel kannst du das nicht öffnen. Ha, leck mich am Arsch. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich liebe das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Ja, was ist dann? Duscht da gerade jemand? Ne, Wasserverschwendung, nice. Wasserverschwendung vom Feinsten hier. Ist nichts, gar nichts. Achso, das ist eine. Ach, Medikits kann ich auch brauchen. Aber klar. Dankeschön. Danke. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Na klar. Knack mal. Bitte sehr. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Tödliche Stöße. Die Reichweite von Nahkampfangriffen wird erhöht. Ja, einfach nur mitnehmen. Und wir nehmen die Infusion und... ja. Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Sicher? War da nicht noch was? Nur außer den Granatenwerfer war da nichts mehr. Okay. Die habe ich auch wieder volle Munition, das ist auch gut. Auch keine Deckung, dankeschön. So, Salz haben wir auch komplett. Jetzt geht es theoretisch nur noch da runter. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Was haben wir denn hier unten? Kuchen. Nice. Kuchen ist immer gut. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Versperrt. Sieht einfach aus. Das sind alle Geräte. Wie sollen wir die bitte dahin schaffen? Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Ja, klar, theoretisch. Ob sie das auch praktisch wirklich tun, ist die andere Sache. Founders will bleed. Ja, noch ein Lockpick. Schön. Da haben wir doch auch noch was, was wir sich suchen können. Okay. Aber okay. Wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Ja. Hier, gut aufheben. Das, was ich von Anfang an gesagt hatte, fällt ihm jetzt auf. Cool, wir machen hier das nächste Mal weiter. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Moment. Willst du das wirklich tun? So, machen wir den Riss noch. Dann los. Mach. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bocca, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Okay.
Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann, bis zum Videos, euer Hedi. Oder auch doch nicht, weil der letzte Speicherpunkt 10 Minuten in der Vergangenheit liegt. Was ich nicht nett finde. Das heißt, ich muss jetzt hier. Ich werde gezwungen, kurz weiterzuspielen. Aus dem einfachen Grund, dass ich hier. Lass mich wegkommen. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock House anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Okay. Vox, 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 Vox. Wir haben es langsam verstanden. Was haben wir denn da? Achso, es ist nur Salz. Ich wollte eigentlich den Schlüssel finden. Achso, es ist ein Lockpick gewesen. Sehr schade. Eigentlich wollte ich halt wirklich den Schlüssel noch haben. Ich dachte, eventuell kriege ich ihn in dieser Welt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ne. Dann eben nicht. Ne, da ist nur das Bad. Okay, dann gehen wir einfach raus. In der Hoffnung, dass er bald irgendwie endlich mal speichert. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Okay. Okay. Wir verlassen die Stelle und machen auch Bereich verlassen. Dann dürfte er auch endlich wieder speichern. Also sehen wir uns hier im nächsten Part im Der Bulliard wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos.